Hallo, mein Name ist Kurna. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und meine Eltern haben sich der Kirche angeschlossen, kurz bevor ich geboren worden bin. In Deutschland, wenn man sich dort ein Zeugnis bauen will, muss man das schon, vor allem wenn man in der Kirche aufwächst, ziemlich früh tun, weil man oftmals die Einzige ist in der Schule oder in der Stadt, die ein Mitglied der Kirche ist. Wir waren die einzigen Mitglieder bei uns in der Stadt und ich war die einzige bei uns in der ganzen Schule, die ein Mitglied der Kirche war. Und mir wurden oft viele Fragen gestellt und ich wurde auch kritisiert, weil ich nicht mitgetrunken habe und dies nicht gemacht habe und jenes nicht gemacht habe. Und ich war halt einer der wenigen, der nicht geraucht hat. Und warum? Und das hat mir geholfen, dass ich ein Zeugnis haben wollte und dass ich das Bedürfnis hatte, ein starkes Zeugnis zu haben, damit ich all dem widerstehen kann und dass ich denen mein Zeugnis geben kann, warum ich bestimmte Dinge nicht tue oder andere Sachen tue. Und ich habe ein Zeugnis, dass Jesus Christus lebt, dass wir auf dieser Erde zu dieser Zeit einen lebenden Propheten haben und dass er uns das sagt, was der Herr uns sagen möchte, dass wir die Möglichkeit haben, mehr von Christus zu lernen oder über Christus zu lernen und ihm näher zu kommen. Ich habe ein Zeugnis davon, dass Joseph Smith ein Prophet war, dass er das Evangelium auf dieser Erde wiederhergestellt hat, dass er das Priestertum wiederhergestellt hat, so wie es in früheren Zeiten auf der Erde war, dass er ein Diener Gottes war und dass er das Buch Mormon übersetzt hat. Ich habe ein Zeugnis vom Buch Mormon, dass es wahr ist. Und dass es uns in diesen Tagen hilft, das zu erkennen, was richtig ist und was falsch ist und wie wir unser Leben besser leben können und Gott näher kommen können und wie wir die schwierigen Zeiten überstehen können, wie wir Trost finden können, wenn jemand, der jung ist und bei uns in der Familie ist, plötzlich stirbt. Warum wir auf dieser Erde sind, was der Sinn und Zweck des Lebens ist. Und was danach kommt. Ich weiß nicht, was ich ohne das Evangelium in meinem Leben tun würde. Es gibt so viele Dinge, die auf dieser Erde passieren, die gut sind und so viele, die negativ sind. Und durch das Evangelium habe ich mehr Freude an den positiven Sachen und habe Trost und Zuflucht und einen Wegweiser in den schwierigen und tragischen Zeiten. Ich weiß, dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wahr ist und ich habe ein festes Zeugnis davon. Und ich sage das im Namen Jesu Christi. Amen.